Meine Meinung von Menschen. Ihr seid eitel. So stolz auf euren Geist. Und trotzdem so zerbrechlich. Ihr habt verschiedene Wege, mit euren Wunden zurechtzukommen. Ihr trauert. Aber so ist es eben. Was man will, interessiert die Welt nicht. Wenn sie entschieden hat, ist man machtlos. Ihr leidet. Tara nannte es immer ihren schwarzen Nebel. An schlechten Tagen verließ sie nicht mal ihr Bett, sondern lag einfach da und starrte an die Decke. Ihr hasst. Es braucht Menschen wie mich. Die Weltverbesserer, die glauben, man könne das Böse bekämpfen, ohne sich die Hände dabei schmutzig zu machen. Alles selbstverliebte Idioten. Aber nicht alle dieser Wunden heilen. Manche eitern. Also sucht ihr nach einem Heilmittel. Stellt euch vor, es gäbe einen Weg, andere Realitäten nicht nur zu sehen, sondern auch zu bereisen. Stellt euch vor, das Was-wäre-wenn müsste keine Hypothese bleiben. Etwas an ihrem letzten Brief hat mir Angst gemacht. Er klang so endgültig, als würde sie auf einen Abgrund zulaufen und ich kann sie nicht aufhalten. Wer waren diese Leute? Eine Art Sekte? Falls es hier unten ein Monster gibt, dann ist es der Vater, das Oberhaupt der Ralata. Als ich ein Kind war, hat er mich und Dutzende andere Waisen für seine Experimente entführt. Er hat nicht den leisesten Schimmer, dass ich überlebt habe. Und ich komme ihn holen. Oft jedoch ist dieses Heilmittel nur Gift, das lediglich den Eiter verdickt und eure Wunden zu Geschwüren macht. Bis sie eines Tages platzen. Es hat geklappt. Wir sind hier. Nein! Naja, bitte! Nicht schon wieder! Das ist unsere Chance, einmal in unserem Leben etwas Bedeutsames zu tun. Etwas Echtes. Das war's also, Tara? Dafür hast du mich aufgegeben? Du verlierst den Verstand, Tara El. Genau wie Schwester Hochmut. Was halte ich also von Menschen? Ich bemitleide euch. Mensch zu sein ist eine Krankheit. Ich kann euch heilen. Ihr hattet recht, wisst ihr? Es existiert eine Grenze, hinter der es keine Absolution mehr gibt. Ich habe sie schon lange überschritten.